Den Energiekonzernen E.ON, RWE und Vattenfall steht eine angemessene Entschädigung zu. Es geht um den doch recht rasanten Atomausstieg nach der Atomkatastrophe von Fukushima. Das hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Ja, und jetzt die Frage, was bitteschön ist eine angemessene Entschädigung? Darauf oder darüber darf jetzt lautstark gestritten werden. Dieser Streit geht auch sofort los. Das Bundesumweltministerium hat sofort gesagt, dass es überhaupt nur für zwei Kernkraftwerke eine Entschädigung geben kann. Und das nicht mal ansatzweise in Milliardenhöhe. Ja, also wir merken, der Streit geht jetzt hier schon los. Und die Aktien von E.ON und RWE sind heute relativ kräftig gestiegen. In der Spitze über 5%. Aber haben jetzt, nachdem man so ein bisschen nachgerechnet hat, das Niveau nicht annähernd so halten können. Wir schauen voraus auf morgen, auf Mittwoch, die wichtigsten Termine. In der Früh um 6 geht's schon mal los, der Blick nach Japan. Da bekommen wir den Index der Frühindikatoren für den Oktober. Wir bekommen dann ganz wichtig um 8 Uhr in der Früh aus Deutschland die Erzeugung im produzierenden Gewerbe. Ja, nach der relativ kräftigen Enttäuschung im Vormonat erwarten wir jetzt eine leichte Belebung um 0,9%. Wir bekommen dann um 8:45 das Handelsbilanzsaldo der Franzosen. Es wird nach wie vor ein Defizit sein, aber das Defizit sollte etwas kleiner geworden sein. Weiter geht es dann im Text um 10.30 Uhr die Erzeugung im produzierenden Gewerbe der Engländer, also aus Großbritannien. Und wir bekommen dann um 13 Uhr die MBA-Hypothekenanträge im Vergleich immer zur Vorwoche. In der letzten Woche waren sie doch leicht mit 0,9% zurückgegangen. Und last but not least die Rohöllagerbestände. Die gibt es dann um 16.30 Uhr in der vergangenen Woche. War noch diese etwas zurückgegangen. Ihnen jetzt einen tollen Abend. Wir sehen uns morgen wieder.